85035 Freiberg in Sachsen, Dresden, Friedrichstadt. Es ist 10.52 Uhr. Nehmen Sie einen Habenszug von Freiberg nach Dresden als Stadt. Es dreht sich um den Güterzug, den wir gestern vorbereitet haben in dem gestrigen Szenario. Und zwar haben wir ja gestern in dem Vorbereitungsszenario unseren Zug bzw. unsere Lok Baureihe 185.2 an diese Hubblins-Waggons angekoppelt. Ihr erinnert euch, wir sind bis da vorne gefahren, haben da gewendet und sind dann hier an diesen Zug herangefahren. Und ich habe euch ja gesagt, genau darauf baut dann das nächste Szenario auf. Und in der Tat ist es so, dass wir jetzt unseren Zug, den wir jetzt angekuppelt haben, weiter nach Dresden bringen sollen. Und ich würde sagen, wir rüsten unsere Lok auf und dann ist Abfahrt. So, als erstes werden wir mal hier den Zug, den Richtungsfinder nach vorne verlegen. Wir werden die Spitzensignale einstellen, das haben wir soweit, das ist auch richtig. Wir müssen natürlich noch die AFB einschalten. AFB. Diese dann auf. Ach, da fährt eine V6, eine G6, so. Natürlich noch die AFB auf 40 stellen fürs Erste. So, das haben wir auch soweit. Dann können wir eigentlich unsere Zugsicherungssysteme einstellen. So, das haben wir auch. Und dann sind wir doch eigentlich abfahrbereit, würde ich sagen. Spitzenlichter sollten wir vielleicht noch auf weiß stellen. Aber ansonsten dürfte es das gewesen sein. Und dann würde ich sagen, auf geht's. Lösen die Bremse. Und dann schalten wir langsam auf. 30 Kilometer nach Dresden als Stadt. Uns befreien. Ah, können wir hier mal so ein bisschen lunkern. Na schön. So, fahren wir hier raus. So, mehr als 100 dürfen wir sowieso nicht fahren. Das war aber allerhöchste Eisenbahn. Im wahrsten Sinne des Wortes.
So, 70. Falsche Taste, sorry. Ja, ist doch einiges los hier an dem Bahnsteigen. Dieser Mittagszeit oder fast Mittagszeit. Ach, es ist ja nicht Mittag. Wird es doch ein bisschen diesig an diesem 14. Mai. Bewölkt sich, beziehungsweise zieht sich ziemlich zu, wenn ihr das mal so seht. Bisschen aufschalten hier. Wenn wir Fernlicht an, das brauchen wir ja dann wirklich nicht. So, 120 dürfen wir natürlich nicht. Das heißt, wir bleiben mal schön bei 100 gleich. SIFA. Die SIFA meldet sich auch mal wieder zu Wort. Möchte gestreichelt werden. Dann machen wir das natürlich. Ich hatte ja gesagt, dass ich wieder mal mehr Güterzug-Szenarien spielen möchte und ja, ich finde so ein Aufbauszenario gar nicht schlecht, wo man erst den Zug bzw. die Lok an den Zug ankoppeln muss, vorbereiten muss und dann in einem weiteren Schritt bzw. in einem nächsten Szenario dann die eigentliche Fahrt antritt. Find sowas richtig schön. Ist mal was ganz was Neues, als immer ja, den Zug praktisch schon bereit zu haben und dann losfahren und dann wieder fertig sein. Finde ich sowas mal richtig schön. Meistens ist mal eine Abwechslung. So. Fängt es jetzt gleich noch an zu regnen oder wie sieht's aus hier?
klar. Da verschwindet unser Zug im dichten Nebel, man sieht ihn kaum noch. Wahnsinn. Hier? Nein. Wahrscheinlich das nächste Signal. Ich bin ein bisschen zu schnell. Natürlich 90. Bin ich ja mal gespannt, ob wir den Zug gleich noch abstellen müssen, von den Waggons abkuppeln müssen. Könnte ja sein, dass wir das auch noch machen müssen. Wäre auf jeden Fall sehr schön. Jetzt aber steil bergab. Bisschen nachhelfen. Mal ein bisschen gegen anbremsen. 2,4% Befälle. Schon heftig.
So, gleich können wir uns mittels der Schwerkraft rollen lassen auf 90, aber jetzt müssen wir noch ein bisschen dagegen anbremsen. Noch einmal 350 Meter, bis wir wieder 90 dürfen. Zugbeeinflussung. 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 Sie fahren. Aber bitte. Das ist ziemliches Gefälle hier gerade, diesem Teilstück. So, Wahnsinn hier. Geht so steil bergab. Hätte ich nie gedacht, dass das ein Teilstück so bergig ist. Thank you.
Ah, jetzt dürfen wir. 90. Ich glaube, da 612. Sehr, sehr schön. Doppeltraktion, perfekt. Oh, gleich 60. Das haben wir. Zugbeeinflussung. 60. Also Leistung aufschalten braucht man hier gar nicht groß. Kann sich eigentlich rollen lassen. Zwischendurch ein bisschen bremsen, das war's. So, die letzten 11 Kilometer. So, wir haben gleich gelbes Signal, Vorsignal. Sich mehr. Okay.
wunderschöne Bilder. Wunderschön. Ein RE. Straßen, S-Bahn. Könnte das auch sein. Doch Regionalbahn. Zugbeeinflussung. Rotes Signal vor uns. Zugbeeinflussung. Okay, das hat sich erledigt. Mal wieder aufschalten. So, ich bin jetzt direkt auf 70 gegangen, weil bis wir in der Geschwindigkeitshöhe sind, die angezeigt ist bis jetzt, beginnen einige Zeit, einige Minuten. Bis dahin sind die 2,5 Kilometer wahrscheinlich wieder um. Und da wieder runter auf 70 zu bremsen, macht einfach keinen Sinn. Deswegen können wir jetzt einfach schön bei 70 relaxed hin beschleunigen und dann können wir da verweilen. Ich denke, das macht einfach mehr Sinn. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Signal. Nicht mehr. Zugbeeinflussung. Und trotzdem runter auf 55 zumindest.
70. So, da kommt das gelbe Vorsignal. Zugbeeinflussung. Mal eins. Zugbeeinflussung. 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 So, gelb. Bleiben wir trotzdem jetzt mal bei 20. Wenn wir unter 500 Hertz Magnet stehen, Beeinflussung stehen. Ach, verdammte. Ja, es ist gerade auf 25 gesprungen, das Mistding. Ihr habt's gesehen. Ach, ich war doch. Ja, es war genau die 25. Genau die 25. Es war genau der eine Kamera. Ein Kamera. Sollte unter 25 bleiben. Und ich genau in dem Moment springt das Scheißding auf 25. Ah. Zugbeeinflussung. Naja, kann man nichts machen. Nee.
steht wieder eine G6. Fahrdienstleiterhäuschen vorbei. Das raucht das Kraftwerk. Weißen Rauch in den Himmel. Ihr seht's, wunderschön. Zugbeeinflussung. So, jetzt nochmal das gleiche Phänomen. Ihr seht es da oben runter rasseln. Bleiben sie unter 43, unter 41 und so weiter, unter 38. Und dann bis dann gleich da unter 25 steht. Und genau in dem Moment, wo das Scheißzähler oder Scheißzähler auf, bleiben sie unter, auf 25 sprang, genau da kam mein Tacho auf 25 und jetzt steht es da und genau in dem Moment hat es mich dann gepackt. Ah. Naja, das ist halt Pech, ne? Kann man nichts machen. So, das haben wir erledigt. Ach, schade, ich dachte, wir kuppeln noch ab. Aber ja. Dann halt so. So, wir haben Gold erreicht. Das ist sehr schön. Haben eine Gesamtzeit von 38 Minuten 24 Sekunden gebraucht. Für 38 Kilometer, also im Schnitt eine Minute praktisch fast so für einen Kilometer. Können wir jetzt mal schauen, was passiert, wenn wir hier weitermachen. Genau, wir können ja den Zug noch abrüsten. Und zwar wir den Beeinflussung. Das auf aus. Nee, neutral. Das geht's, glaube ich. Genau. Dann auf aus. So, dann müssen wir hier noch Lichter ausmachen. Aus, aus, zurück, auf B aus, so, Lokbremse anziehen, Bremse ist angezogen, aus, 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 aus. 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 So. Hier soweit fertig. Könnt aufstehen. Können wir rausgehen. Sehen, dass wir alles richtig gemacht haben. Können hier vielleicht noch abkuppeln. So. Hätten wir auch soweit erledigt. Haben wir unseren Job eigentlich erledigt. Und stehen jetzt hier in Dresden-Altstadt. Dresden Hauptbahnhof liegt dann weiter in die Richtung. Dresden-Neustadt und so weiter. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Sonntag. Passt auf euch auf. Genießt das schöne Wetter. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Würde mich freuen, wenn ihr dann bis dahin wieder oder dann wieder mit am Start seid. Habt eine schöne Zeit, passt auf euch auf. Euer Dedenny Spieters, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye. Bye.